Bald ist das Jahr schon vorbei. Wir haben den Monat November. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Wir sind bei den Monat News 2022 im November angekommen. Ja, echt ein paar kleinere Änderungen für das Jahr 2023. Erste Sache, sage ich erstmal ein paar Veranstaltungen. Am 25.11.2022 eröffne der Christkindlmarkt in Nürnberg, soweit ich richtig bin, und geht dann circa einen Monat. Und viele andere eröffnen dann in der Zeit auch. Und wenn der November auch schon wieder vorbei ist, ist schon wieder der Adventkalender da. Das heißt, ihr könnt wieder etwas Kleines, Schönes gewinnen. Was auch ein Team oder ich mir überlegt haben, hier ein Trailer von diesem Jahr. Und das war jetzt auch der Adventkalender Trailer 2022. Der ist mal wieder sehr schön geworden. Viele interessante Videos werden auf euch zukommen. Die Videos werden nicht länger als eine Minute sein. Allergrößten Veränderungen für 2023 stelle ich euch hier den neuen Sendezeitenplan vor. Das heißt, wir fangen erstmal mit dem Gaming-Kanal an. Das heißt, es werden relativ gleich bleiben, aber es wird sich etwas verändern. Das heißt, ich gebe pro Woche immer noch die 3 Gaming-Videos. Nächste Woche wird ich dem aber Technik-Video werden erstmal ausgesetzt, rausfallen. Das heißt, ich gebe erstmal für 2023 keine Technikvideo. Dafür bräuchte ich ein bisschen mehr Spielraum und den habe ich hier leider nicht. Und ein bisschen mehr Ideen. Somit habe ich gesagt, ich lasse euch ausfallen. Aber der Tag, wo sonst eigentlich die Technikvideo gekommen wäre, wäre nicht komplett außer Acht gelassen, sondern die Twitch-Livestream, die immer am Montag, eine Woche davor, gemacht wurde, wird ich auch YouTube auf den Gaming-Kanal geben. Da heißt, die volle 5 Stunden oder 3 Stunden, 2, 3 Stunden, die man zusammen gespielt haben, die werden auf YouTube zu sehen sein. Da heißt, das volle Gameplay von diesen 2 Stunden oder wie lang da auch immer noch geworden ist. Das ist eine große Veränderung. Gaming Video verändert sich auch zu verschiedenen Themen. Die 3 Fragezeichen bleiben, Minecraft bleibt, ETF bleibt,
dann wird erstmal bis Ende Februar Heyday oder die Garten Game geben. Aber ab mehr wird dann Harry Potter Hogwarts geben, wo ich dann hin und wieder mit euch darüber spielen werde und zeigen werde. Farming Simulator 2022 wird dazu kommen und Sims wird auch als Gameplay dazu kommen. Ja, drei neue Spiele, die ihr ab nächstes Jahr bestaunen könnt. Ja, kommen wir jetzt zum Florin-Kanal. Da habe ich ein bisschen länger überlegen müssen, was kann ich denn noch eigentlich noch so bringen und was nicht. Da bin ich immer noch ein bisschen am Überlegen. Es ist noch keine safe Endplanung, aber es ist schon so, dass ich sagen kann, die werden auf jeden Fall weiterhin da sein. Event-Video von Veranstaltungen wie Gamescom, Video Day, Filmfestival Türkei Deutschland und viele weitere werden ich auf jeden Fall in Event-Video wieder drin sein. Da freue ich mich sehr. Die Informationen-Video wie dieses wird ich weiterhin monatlich geben, wo ich euch einfach monatlich auf den Laufenden halte, weil es kann sich nächstes Jahr auch sehr, sehr, sehr viel bei mir ändern und ihr werdet auch viele verschiedene Einblicke wiederbekommen von verschiedenen Seiten. Was das aber genau ist, das erfahrt ihr im nächsten Jahr. Städtevideo werden es teilweise hin und wieder auch geben. Problem wird dabei eher ein bisschen umzuschauen, welche Stadt werde ich euch vorstellen und wie und was. Und die Twitch-Highlight-Video werden ich auf jeden Fall auch wieder geben. Daher, das ganze Gameplay, was auf YouTube kommt, wird ein kleines Best-of von mindestens oder 1-3 Minuten Video kommen. Daher immer fleißig klippen auf Twitch und dann kann ich da ein nettes, schönes, kleines Best-of von dem Monat herausbringen. Wenn zu wenige Clips da sind, dann kann es vielleicht weniger sein oder mehr. Und was ich natürlich auch dann nochmal dem würde, sind die Florin-Video. Ja, und nächste Woche bleibt wie immer um 7 Uhr. Bis dahin, macht's gut.